Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wird Ihnen präsentiert von M-Plakat. Damen und Herren, wir sind heute wieder einmal mehr bei Markus Büttner, dem Halleluja-Brauer in der Westendstraße. Herr Büttner. Klingt gut, gell? Wahnsinn. Der Halleluja-Brauer in der Westendstraße. Ja. Wie lange sind Sie jetzt schon da? Den Laden haben wir jetzt ja seit einem Jahr. Seit einem Jahr? Ja, genau. Und wo wir uns gesehen haben, aber wo ich umgebaut habe, das war jetzt Ende November, habe ich angefangen mit dem Renovieren. Ja. Also man muss kurz vorausschicken, der Mensch hat eine sehr bewegte Vergangenheit hinter sich. Er ist Ingenieur. Wissen Sie, Ingenieur ist nichts zu schwören, hat sich deshalb so in Windeseile vom Harley-Schrauber zum Bierbrauer entwickelt. Ja, das Harley-Schrauben war ja nur Hobby. War nur Hobby, echt? Das war, andere, also das war ja nur Hobby. Das andere war ja, wo ich dann viel für unseren bayerischen Münchner Automobilhersteller quasi. Für den größeren. Genau, für den größeren unterwegs dann war. Ich verstehe so, ja. Muss also irgendwie Geld verdienen. Und das hier ist praktisch sein Laden, wo es früher auch noch Erdäpfel gegeben hat und Eier, aber das ist mittlerweile etwas zurückgegangen. Und jetzt ist er gerade dabei, seinem Ehrgeiz, seine Brauerei auf die Beine zu stellen, nur einen Auftrieb zu verleihen. Es gibt zurzeit im Internet so ein Fundraising. Genau, Crowdfunding. Funktioniert sowas eigentlich? Es funktioniert, wenn die Leute mitmachen. Also, das Thema ist, wenn die Leute mitmachen, das ist halt, also du kannst, es gibt verschiedene Arten von Crowdfunding, die du machen kannst. Ja. Das eine ist, was eine Münchner Brauerei im Moment gerade macht, die machen ein sogenanntes Nachrangdarlehen, wo du dann quasi Prozente oder Verzinsung kriegst. Also und dann Verzinsung ist dann Bier? Und Verzinsung im Bier und das, was ich jetzt im Moment mache, weil ich einfach nur zu klar bin mit meinem Bier, ja, ist einfach, wo ich sage, ich biete quasi verschiedene Artikel an, die es nur während dem Crowdfunding gibt. Mhm. Die sind dann limitiert. Und danach wird es halt nicht mehr geben. Und dann gibt es ein Ziel, das ich erreichen möchte, von 50.000 Euro. Mhm. Und wenn ich das Ziel erreiche, dann werden die Produkte produziert. Was sind das denn für Bier oder was sind das für Produkte? Nein, ich habe zum Beispiel, Storkriegel. Die sind limitiert, gibt es nur 300 Stück. Die gibt's, dann wird es dann so nie wieder geben. Oder T-Shirts oder Pullover zum Beispiel. Ich habe was ganz Lustiges zum Beispiel drin, eine Badewanne voll Bier für deine nächste WG-Party. Da liefere ich dann 8 Tragel Bier. Ich mache dir deine Badewanne voll, ich bringe die Eiswürfel mit. Aber und mit dann 8 Tragel bringst du keine Badewanne voll? Doch, freilich. Das haben wir 8 Tragel? Ja, ja. Ja, vielleicht so für wie geht dann? Nein, wir schütten sie nicht rein. Die Flaschen, wir schmeißen die Flaschen quasi in die Badewanne. Ach so, jetzt verstehe ich. Ja, ja, sonst müsst ihr mit dem Strohhalm in die Badewanne ausschneiden. Und der Neidtaucher. Ne? Genau, richtig. Ja, ja. Genau, sowas halt. Oder ich biete Gutscheine an, zum Beispiel einen Gutschein, den kannst du für 100 Euro und kannst im Wert von 120 Euro dann bei mir einkaufen. Das heißt, du kriegst 20% nochmal oben drauf dann. Ja, ja. Und wie viel Bier machst du jetzt im Monat? Wie ist da zurzeit der Ausstoß? Der Ausstoß, also im Moment in guten Zeiten, jetzt im Winter natürlich ein bisschen weniger, aber in guten Zeiten sind es um die 50 Hektar, die ich mache im Moment. Aber nur Helles? Pro Monat. Nur Helles, ja. Hm. Das erinnert mich übrigens an Schildermalerei, das ist ein bisschen so viel Fleckenzeiger am Boden, weil da ein Schild gemalt worden. Gell? Genau, richtig. Das sind die ganzen Schilder von die Wiesenzeiter gemalt worden. Aber hier gleich Theresienwiese ums Eck rum ist. Genau. Und der Augustiner war quasi der Hauptabnehmer, Hauptkunde dann von dem Schildermaler damals. Wie alt ist denn das eigentlich, das Gemäuer? Weiß man das? Das Gemäuer ist 1901 oder 1907 oder sowas. Mhm. Ja. Ja, Damen und Herren, und jetzt hat er etwas ganz was Neues ausgegraben. Ich weiß nicht, ob Sie... Klingt ganz komisch. Andere Verbindungen zum Matheser kennen, als dass das ein Filmpalast ist. Also ich zum Beispiel, ich weiß noch, ich bin früher unten, wenn ich mit dem Zug meistens irgendwie nach München kam von weiten Reisen, immer da unten rein, da gab es so einen langen Schlauch, ebenerdig, und da war links, wenn man reingegangen ist, war so, ich weiß nicht, das ist ein Schalter, haben Sie noch kennt? Ja, kenne ich ja. Und da haben wir sie dann eine Suppe kaufen können, für 2,20 Mark oder sowas. Und dann habe ich da Suppen gegessen und dann bin ich weitergereist nach Pasing. Und das waren halt so die letzten Relikte von diesem riesengroßen Bierpalast. Drüber war dann so eine Halle, wie viele Leute sind da reingegangen?
diese Halle war 4000 Leute auf jeden Fall. Ja. Riesig groß bestuhlt. Da sind dann Kenner rumgewurstelt und haben dann praktisch die Weißwurst gebracht, wenn du wieder da warst. Oder etwas später dann ein Schweinsbraten und den hast du das alles dazahlen können. Ja, ja. Und das ist jetzt alles Kino. Und er, fittes Kerlchen, hat sich nun die Bierrechte am Malteser Bier gesichert. Die Biermarke selber, die Biermarke, ja, genau, selber. Richtig. Die habe ich jetzt von drei Burschen übernommen, die es vorher vor mir gemacht haben. Mhm. Und jetzt habe ich quasi die Marke Malteserbräu jetzt quasi übernommen. Ja. Unglaublich. Und Malteserbräu war ja der weltweit größte Bierausschank. Ja, wenn man mal schaut, es gibt da alte... Also inhäusig, muss man sagen. Inhäusig. Ja, ja, genau. Richtig. Biergärten hat es in Gößrig. In der Menterschweige, nein, nicht Menterschweige, beim Sepp Kretz draußen. Ja. Das war ein Biergarten mit 10.000 ja, brutal, Plätzen, das musst du mal geben. Genau. Ja. Na, und es gibt eine alte Speisekarte noch vom Malteserbräu, die habe ich mir ausfindig gemacht, da steht sogar drauf, dann täglicher Bierausstoß von, was war es, ich glaube, waren es 100 oder eigentlich waren es 1.000 Hektar, glaube ich. Täglich? Täglich. Nein, 100. Also, nein, genau, es waren 1.000 Ragel, 100 Hektar. Ja, 1.000 genau, Ragel, ja. So rum, genau. Ich habe einmal, bei der Kugleralm habe ich mal so als Foto gesehen, wo sie das Bier noch mit dem Pferd geliefert haben. Mhm. Da haben die an einem Wochenende 50, knappe 50 Hektar Liter gesoffen. An einem Wochenende. Ja, ja. Und damals hat man alles noch aus Massen gesoffen. Ja, ja. Jetzt machen wir eine kleine Pause, Damen, dann hocken wir uns ein bisschen hin und dann reden wir ein bisschen über das Malteser. Weil das Malteser, das ist eben nicht nur Bier, das ist Münchner Biergeschichte. Auch wenn es heute nicht mehr so ist, aber jemand, der wie er sich jetzt die Rechte dran gesichert hat, es steckt da wahnsinniges Potenzial drin. Also, und der Tatort Halleluja gut reinpassen, weil Helle ist hell, ne, aber es, da kannst du unter Halleluja kein Weißbier verkaufen. Kann man nicht. Das geht nicht. Also kleine Pause und dann reden wir noch ein bisschen über Malteser. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wird Ihnen präsentiert von M-Plakat. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wird Ihnen präsentiert von M-Plakat. Ich grüße Sie jetzt wieder in der Westendstraße bei Markus Büttner. Ein Mensch, stellen Sie sich vor, der sich jetzt die Bierrechte am Malteser gesichert hat. Malteser ist deshalb so interessant, weil im Malteser, also meine Oma hat einen Malteser nicht mengen. Ja. Weißt du warum? Nein. Weil da die ganzen Kommunisten immer drin waren. Ja, ja. Die war so Baujahr 86. Mhm. Und die hat zum Beispiel die Weißengardenmengen, die dann vom Pasing her in Stadtnetzung sind und dann praktisch diese Räterepublik niedergeschlagen haben. Mhm. Ja. 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 Na, Malteser hat nämlich wirklich immer früher Bier gebraut. Wann war das ungefähr? Weiß man das? Also der, was Malteser gemacht hat, er hat es schon früher übernommen. Damals war die Bierhalle, hieß nur zum... Ich glaube, zum Bayerischen Löwen hieß die Bierhalle. Genau. Und dann hat es der Malteser irgendwann übernommen. Dann hat er erst einmal die Gastronomie erstmal gefahren und 1872 hat er mit dem Bierbrauen wieder hochgefahren. Mhm. Und dann gab es eben ab 1872 dann damals das Malteserbräu. Genau. Ja, als Bier. Und als dann praktisch der Freistaat Bayern ausgerufen wurde von Eisner, sind die vom Malteser aus losmarschiert und da war dann auch praktisch das Hauptquartier von den Kommunisten drin. Genau, die sind von der Bavaria sind's losgelaufen, da haben sie die Revolution gestartet und dann sind sie ins Malteserbräu gegangen und da haben sie die Republik dann ausgerufen. Wahnsinn. Genau. Und dann haben die praktisch nur noch Weißbier gehabt und hat denn nur Weißbier braut, weiß man das? Nein, es gibt ein altes Etikett, was ich gesehen habe, das gab damals auch einen Export. Es gab einen Export auch. Mhm. Weißbier war aber anscheinend ziemlich beliebt. Also damals war ja Weißbier auch noch eher so das Bessere. Das Bessere. Das war eher so auch das gehobenere Bier damals. Und was auch nicht jeder weiß, dass eben dann quasi im Malteserbräu dann durch die roten Soldaten dann auch, weil die ja da stationiert waren, beziehungsweise da gerastet haben und pausiert haben und dann durch die Räterepublik haben die... da ist dann der Russ erfunden worden.
weil dass die Leute nicht den ganzen Tag als Weißbier immer nur reinhauen, haben sie so. Das Weißbier quasi mit dem Limo gestreckt. Ah ja, und damit so sie so länger was dann drüber gehabt haben, weil sie nicht brauchen können. Ja, nein, das, die haben dann, so ist dann damit der Russe. Damit sie so besoffen sind. Genau, richtig. Und so ist praktisch der Russe entstanden, dem die Dortmess, um einem Vollrausch zu entgehen. Genau. Genau. Man ist das gut. Und wie ist das jetzt wieder aufgeklebt? Du warst ja nicht der, der das dann aus der Taufe gehoben hat, sondern das waren. Nein, das waren jetzt drei. Ich habe einmal vor nicht allzu langer Zeit, vielleicht vor 2 Jahren, habe ich dann tatsächlich einmal eine Malteser irgendwo Stehsänger. Also es ist eine kurze Zeit mal wieder braucht. Genau, haben, 2014 haben es die drei Burschen, die das aufleben haben lassen. Gab es ab 2014 wieder das Malteserbräu. Die haben die Markenrechte sich dann damals wieder gesichert. Die waren ja brach. Ich meine, das hat der Löwenbräu hat ja alles dann verkauft. Löwenbräu hat das Malteserbräu damals ja übernommen. Ach so, echt? 1907. Die haben ja alles gekauft, gell? Die haben, ich weiß nicht, was sie erst gehabt haben, ja. Also und dann haben sie ja 1997 das Areal verkauft und 98 dann alles abgerissen, beziehungsweise der neue Besitzer dann von dem Areal, dann hat er das neue Kino dann eben hingestellt. Und 2014 haben es dann die drei Jungs dann wieder aufleben lassen, ja? Und auch nur ein Weißbier dann eben gemacht. Und ja, so bin halt ich jetzt dann dazu gekommen, dass ich jetzt das Ganze übernommen habe von denen. Ist dein Vater reich oder hast du eine Erbtante? Nein. Warum weißt du nicht? Nein, sowas geht manchmal ganz einfach. Okay, ja. Gut. Genau. Ganz einfach. Mhm. Wohin will ich es? Ist auch ein Weg. Nein, ich bin ja so gespannt, ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin echt gespannt, weil ich glaube nämlich wirklich, dass wenn man das gescheit macht, weißt du, gerade die jungen Leute, die kennen ja sowas wie Kino und wenn es da zum Kino das passende Bier gibt, weißt du, wer muss das dann auch sagen? Das wäre dann das eine. Das andere ist ja tatsächlich, ich kenne ein paar Leute, die sind Stadtführer, die machen das quasi ihre Münchner Städtetour noch mit den Touris und alles Mögliche, sei es jetzt zu Fuß oder mit dem Radl und so weiter. Und die gehen ja tatsächlich noch in der Bayerstraße vorbei am Kino und erzählen ja tatsächlich noch, was vor dem Kino eben war. Also das heißt, das Malteserbräu war noch nie so richtig weg. Das wird immer noch die ganze Geschichte darüber erzählt. Und es ist halt doch tatsächlich, ja, es ist eine riesengroße Geschichte eben dahinter. Gerade eben auch, weil 1918 der Freistaat Bayern dann eben da drin ausgerufen worden ist. Das ist praktisch und der König das bayerische Bier, gell? Ja, richtig, genau. Ja, meine Damen und Herren, jetzt haben Sie mal so einen kleinen Ausblick bekommen. Man muss einfach sehen, wie es sich entwickelt. Verstehen Sie? Und zum Entwickeln muss man was trinken, wenn es um Brauerei und um Bier geht. Genau. Prost. Prost. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wurde Ihnen präsentiert von mplakat.